Ah, ich sage Hallo und guten Tag zur Realität heute am 22. Januar 2024. Und ich sage euch, hier am Kreisel hinter mir ist richtig was los. Wir werden es auch gleich sehen, denn hier wird die Straße rechts geteert und der ganze Verkehr muss jetzt sozusagen in eine Richtung. Und so schaut das jetzt hier aus. Das heißt, stehender Verkehr hier auf der Gran Canaria in Richtung Avenida Tirajana. Da vorne ist die Sperrung. Da geht also nichts. Nichts geht mehr. Und jetzt kommt auch noch irgendwo ein Einsatzwagen. Hört man jedenfalls, der dann auch höchstwahrscheinlich nicht weiter oder nicht durchkommt. Ich kann euch nicht sagen, was hier los ist. Aber auf jeden Fall hier, sage ich mal, stehender Verkehr bis runter nach Maspalomas. So sieht das aus, aktuelle Lage, auch die Busse kommen nicht weiter voran. Ja, hier ist ein Sanitätsfahrzeug, das jetzt zusätzlich für den Verkehr hier nicht gerade Vorteil hat. So, ich zeige euch jetzt mal die andere Richtung, nämlich der Wind hat aufgefrischt, böig, stürmisch, und das sieht man jetzt auch, das Sand fliegt wieder, also mit Sicherheit keine schöne, gute Idee, und ich werde mich hüten heute. Ich werde auf jeden Fall nicht Richtung Sandstrand gehen, das auf keinen Fall. Ich bin jetzt ja unterwegs und schaue dann ganz einfach, wo es hingeht. Ich muss erst mal schauen, dass ich hier aus diesem Verkehrschaos wegkomme, denn es ist ganz schön schwierig, jetzt hier freie Fahrt zu finden. Ja, auch die Menschen, die jetzt mit den Bussen fahren, das wird ein bisschen schwieriger und man muss eben auch mit ein bisschen Verzögerung rechnen. Hier ist einer, der nämlich an den frischen Asphalt bringt. So, und ich fahre jetzt eine Spur weiter und sage bis später. Hier in Playa de Ingles, vis-à-vis vom Suite Hotels Playa de Ingles, auch Wind, aber ich glaube jetzt hier etwas durch die Häuser, etwas geschützt, nicht ganz so extrem, aber das ist schon jetzt auf der Fahrt hierher gewesen, da hat es einen richtig geschüttelt. Aufnehmen unterm Fahren ist nicht drin, das geht nicht, und deswegen machen wir eben Station. Hier geht es jetzt wieder Richtung Strand. Erwähnenswert vielleicht hier an dieser Stelle, wenn man jetzt hier zum Strand möchte, direkt runter zum Wasser und die Treppen nicht machen möchte, dann kann man zum Beach Club gehen, hier gleich rechts, und dann gibt es da Aufzüge auf zwei Etagen. Man fährt also mit zwei Aufzügen dann nach unten. Ich zeige euch dann gleich, wo das ist. So, also jetzt weit weg vom Sand, weit weg von den Dünen, und ich zeige euch, wie das hier aussieht. Alles, was nicht nit- und nagelfest ist, geht irgendwo dann auch jetzt stiften. Hier über die Dächer vom Beach Club und die Palme, wie die sich bewegt, das seht ihr hier ganz deutlich. Also da ist schon richtig Bewegung drin, schaut euch das an. Die einzigen, die sich freuen, das sind wohl die Kiter da vorne. Aber die Anwohner hier oberhalb hier vom Anexo Dos, die werden da ganz schön eingesandet. So, und jetzt schauen wir uns mal die andere Richtung an. Hier ist gerade so eine Wolke. Die spiegelt sich im Meer. Nochmal die Palme hier. Ja, ganz schön, was ist los hier? So, also die Aufzüge. Da ist der eine Aufzugschacht.
Und dann muss man nach der zweiten unteren Etage muss man dann ein bisschen geradeaus gehen und dann kommt man auf das Straßenniveau da unten. So, und wer zu Fuß gehen möchte hier, der nimmt diesen Weg. Muss nur aufpassen, dass nicht wieder viel Sand hier in der Luft ist. So, das ist also der offizielle Fußweg hier nach unten. Temperatur hier 22 Grad auf dem Thermometer. Schön sieht das aus, allemal hier mit den Wellen. Und aber es ist da unten, ja, da geht es noch, weil nach der Punta, da fliegt dann der Sand. Hier unten geht es eigentlich noch am Strand zu laufen. Ja, und wenn man jetzt zum Anfi-Strand fährt, dann hat man da auch die Chance auf weniger Wind und schönen Strandaufenthalt, obwohl ich heute das eigentlich doch auch bezweifeln möchte und sage, vielleicht gibt es da auch Sand oder Wind zumindest. Ja, ich bin noch am Überlegen, was noch heute am Tag alles so zu tun ist. So, jetzt geht's erstmal hier zurück. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Hier ist weniger Wind und ich versuche das ganz einfach. Zeige euch hier die zweite Strandreihe, die erste und zweite Strandreihe. Und bis zum Hotel Tropical fahren wir jetzt. Müsste eigentlich alles gut funktionieren. Kamera ist gut verstaut. Mikro ist dazu geschaltet. Am Casablanca hier vorbei. San Nicolas, die Anlagen. Oftmals stehen Telefonnummern draußen dran, dann kann man auch direkt buchen. Ja, das geht einigermaßen hier mit dem Wind. Tivoli auch bekannt hier. Ja, die sind begehrt und haben viele, viele Stammgäste, die immer wieder kommen und die jedes Jahr ihren Urlaub hier verbringen. Ich habe Gäste hier, die machen jeden
Tag oder fast jeden Tag ihre Runde am Strand nach Maspalomas, Meloneras zum Leuchtturm, bleiben dort und dann sitzen, gehen schwimmen und laufen wieder zurück. Und das ist das Tagespensum. So, da vorne ist schon Tropical, Busbahnhof Tropical. Und ich versuche hier mal ein bisschen zu parken. Für viele, die es nicht wissen, man kann hier auch ohne weiteres das Hotel mal besuchen. Hotel Parque Tropical, an der Rezeption vorbei, durchgehen in den Garten. Sind auch gut Veranstaltungen und man hat immer die Möglichkeit, die wunderbar schöne Terrasse auch ja, zu sehen, den Garten, den tropischen. So, hier ist er, der 66er, der zum Flughafen fährt. Der Expressbus hier Richtung Flughafenstation hier am Tropical. Und dann hält er, glaube ich, nur noch zweimal. Und dann geht es direkt zum Flughafen. Hier ist richtig was los im Moment. Auch die Terrassen hier schon schön windgeschützt, da haben die Menschen Freude, draußen zu sitzen. Ich nehme mal das Mikro jetzt direkt davor, dass die Tonqualität noch ein bisschen besser ist. Ja, mit der Kamera ist es kein Problem, mit der 360-Grad-Kamera, da habe ich das Problem mit dem Wind. Beziehungsweise mit dem passenden Mikro. Entweder Kabelbruch oder der Stecker ist kaputt oder das Mikro. Aber ich werde es irgendwann auch gelöst haben für 360 Grad. So, und jetzt das Ganze nochmal hier von der Seite. Schön anzusehen allemal. Wenn ihr jetzt oder wenn ich jetzt mal so rüberschwenke hier zu den Palmen, dann seht ihr doch, was für einen Wind wir hier haben. Also die Entfernung zum Sand, die passt, die ist gut. Da kann man das gut aushalten. Hier die Seeschwalbe oder Möwe steht fast in der Luft. So, und wir gehen jetzt mal so, ich wurde gerade gefragt, welche Kamera das ist. Manche wissen gar nicht, was ich da in der Hand habe. Nein, ich gehe jetzt nicht runter zum Strand. Nein, ich bleibe hier. Ich zeige euch mal hier dann den Weg, die Terrasse hier. Hier kann man wunderbar windgeschützt bestens laufen. Ja, wenn es viel Wind hat, wie jetzt zum Beispiel hier, und ihr seht das auch, dann hat man doch vielleicht einen Plan B. Und da ist jetzt wieder gefragt, was mache ich, wo kann ich jetzt hin, wenn ich mir jetzt überlege, um die Mittagszeit wohin? Naja, zum Beispiel nach Mogán fahren oder Pasito Blanco, beziehungsweise auch zum Kaffee trinken oder zum Abendessen nach Arrinaga mit dem Bus. Schaut mal, wie schön das aussieht jetzt hier, wie das Wasser über die Felsen kommt. Und der Plan B ist ja im Mitgliederbereich für alle, die dann da Mitglieder sind, dann kostenfrei runterzuladen, zu speichern. Kann man sich auf dem Handy, aufs Tablet speichern, auf dem PC und bei Bedarf dann eben vielleicht ausdrucken, mitnehmen. Und wir gehen jetzt erstmal hier eine Runde. Übrigens hier auf der linken Seite im Shopping Center, da gibt es dann auch die passenden Toiletten. So, jetzt gehen wir hier mal runter auf die andere Seite.
Kaffee Espresso 1,50, Cappuccino 2 Euro, Americano 2 Euro, Cortado 1,80, Kaffee con leche 2,20. Also ganz normale Preise. Und da soll man in anderen Urlaubsgebieten auch mal gucken und dann vielleicht vergleichen. Und hier hat es ein bisschen mehr Wind. Ja, Shopping Center Tropical bin ich jetzt gerade hier. Lauf jetzt Richtung Hotel Europalace. Ja, hier kann man schön draußen sitzen, das Meer genießen, die Terrasse, Sonnenbaden. Und ja, ganz einfach entspannen. So, ich kann euch nicht sagen, was ich dann heute Nachmittag noch mache, weil jetzt ja eigentlich etwas spontan hierher gekommen. Ja, auch hier gibt es den einen oder anderen Kiter, sehe ich gerade. Ja, hier auf der Terrasse, da pfeift es schon ein bisschen, da ist schon ein bisschen mehr Wind. Vielleicht können wir noch ein paar Kiter beobachten. So, hier ist es richtig schön windig. Da unten ist auch alles, ja, ich sage mal, mit Netzen bespannt, geschützt. Man versucht zu schützen, aber ganz wird es nicht gelingen. Der Sand kommt überall hin. Ich höre schon wieder die Sirene. Ich weiß nicht, was es bedeuten soll, wo es herkommt. So, wir schauen mal ein bisschen neugierig ins Hotel hier. Ins Europalace. Ja, von der Lage ist das Europalace wirklich gut. Auch das Beverly, das heißt ja jetzt Paradies. Man ist nah am Strand, kann dann auch schön laufen. Ja, und ihr seht viele Menschen hier unterwegs, ganz klar, das ist nicht das typische Strandwetter und so geht man dann doch ein bisschen spazieren. Oh, im Gitter hier, da pfeift der Wind. Es gibt Geräusche, 23 Grad hier das Thermometer, 24 hat man vorhergesagt heute.
ja, das ist die Realität. So sieht es hier aus an einem windigen Tag. Hier am Garten vom Hotel Tropical vorbei. Wollen wir mal so einen kleinen Blick hineinwerfen. So, und hier kommen wir wieder an der Bushaltestelle dann raus. Nach Las Palomas zu fahren, 1,40 pro Person, normaler Preis, Ticketpreis. Mit einer Karte Vergünstigung. Ja, man kann laufen, man kann fahren. So, und da ist er schon. Hier gibt es übrigens auch Tanzveranstaltungen. Hier die Treppe runter, rechts, rechts. Hier vorne ist das Schild, Sala Tropical Terrasse, Tanzen, Live-Musik. Da vorne rechts ist der Eingang vom Hotel Parque Tropical. Schaut mal abends vorbei oder unterm Tag. Hier ist auch das kleine Büro mit der Maschine, wo man sich die Karten kaufen kann. Da vorne Apartamentos Danubio. Ja, viele Jahre schaut es aber immer noch so gleich aus. So, für mich geht es jetzt hier weiter. Ich laufe da noch ein bisschen und mal sehen, ob es Mittag noch ein anderes Ziel gibt, kann ich jetzt noch nicht sagen, richtet sich auch ein bisschen nach dem Wetter. Jetzt erstmal mit diesem Blick hasta luego, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Hasta, tschüss. Hallo zusammen. Ja, ein Spezial, ganz speziell. Und zwar Harry Spezial. Heute geht es um die 360-Grad-Videos. Wir haben ganz viele Fragen bekommen. Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das eigentlich angucken? Ich kriege das nicht hin mit dem Scrollen, mit dem Hin- und Herbewegen. Und das möchte ich euch an dieser Stelle einfach mal erklären, zeigen. So ein bisschen hier in diesem kleinen Video. Man kann unter anderem hier jetzt an dem Rädchen die Qualität umstellen. Das habt ihr gerade gesehen. Dann gibt es links oben in der Ecke so eine Art Joystick. Kann man auch mit der Maus drauf gehen und sich frei auf dem Bild bewegen. Und im Prinzip wird man dann immer mit dieser Maus ja vor und zurück, nach oben, nach unten. Die Kamera sitzt jetzt hier bei unserem Harry oben auf dem Helm und wird somit also genau in Blickrichtung geführt. Allerdings ja, kann man sich die Blickrichtung aussuchen. Man kann das Bild auch anhalten. Und dann einfach ja sich hin und her bewegen, wie ihr hier gerade auf dem Video seht. Ich bewege also die Maus eigentlich nur ein Stückchen hin und her, schieb sie nach oben, schieb sie nach unten. Und das funktioniert natürlich auch hier bei unserem Faro, ganz klar. Das ist auch eine Aufnahme mit der 360-Grad-Kamera. Da kann man dann auch sich so ein bisschen hin und her bewegen, im Kreis drehen. Und wie gesagt, die Qualität, die müsst ihr euch dann selber einstellen. Ich habe das jetzt hier auf eine relativ geringe Qualität, damit man da das Video hier auch vernünftig sehen kann. Mit der Maus anhalten, hin und her bewegen und dann könnt ihr im Prinzip alles gucken. Und jetzt gehen wir zu der Handybenutzung. Da habe ich mal mein Handy abgefilmt. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Also, wenn man mit dem Handy ein 360-Grad-Video aufruft, dreht man das Handy einfach hin und her. Ich bewege es jetzt von oben nach unten, zur Seite, rechts und links und da braucht man noch nicht mal seinen Finger benutzen. Man kann das Handy natürlich auch auf Querformat stellen oder Hochformat, je nachdem,
wie man es am liebsten hat und sehen möchte. Man kann das auch mit dem Finger machen, so wie ich es jetzt euch zeige. Dann dreht man das eigentlich nur hin und her, wie mit der Maus, nur in dem Falle mit dem Finger auf dem Touchscreen. Genauso, wenn man das jetzt auf dem Tablet macht, da funktioniert das ganz genauso. Auch auf dem Handy kann man die Qualität der Aufnahme einstellen. Und zwar gibt es da auch die Möglichkeit, oben an diesem Rädchen die Bildauflösung bzw. Die Qualität einzustellen. Und dementsprechend hat man dann, wie ihr jetzt seht, natürlich auch ein viel schärferes Bild. Normal werden die Videos erst einmal in einer relativ geringen Auflösung eingestellt und ihr dann zu Hause stellt euch die Videos dann auf die bestmögliche Qualität ein. Ja, und mehr ist es dann im Endeffekt auch gar nicht. An dieser Stelle möchten wir uns bei euch bedanken. Ja, ich hoffe, wir konnten eure Fragen klären. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!